Von der Atlantikküste ins Schweizer Mittelland an die Aare. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen hier in Solothurn zum Gusto Festival, ganz im Zeichen von Buenos Aires. Spitzenköche. Hoch über der Aare treffen sich die Akteure des Gusto Festivals zu einem fröhlichen Stell dich ein. Spitzenküche. Zum alten Stefan, das Gastgeberrestaurant in fester Hand der argentinischen Küchenmannschaft. Spitzenlehrmeister. Wer holt sich den begehrten Titel? Zukunftsträger 2015, Lehrmeister des Jahres. Zum alten Stefan. Ich gebe es zu, nur wenig schmeichelhaft für mich. Das ist der Name von dem Restaurant, wo das Eröffnungsessen vom Gusto Festival stattfindet. Angefangen hat aber alles am Nachmittag im Hotel Ramadan. Diese Damen und Herren spielen drei Tage lang die erste Geige während des Gusto Festivals. Einheimische Spitzenköche aus Solothurn stehen zusammen mit Kollegen aus Buenos Aires am Herd. Der Austausch von nationalen kulinarischen Gepflogen und Eigenheiten stößt auf beiden Seiten auf große Begeisterung. Ich habe mich sehr über die Einladung in diese Region der Schweiz gefreut. Ich durfte bereits andere Regionen kennenlernen. Außerdem freue ich mich darauf, mit den hiesigen Produkten arbeiten zu dürfen. Aber dass man wieder neue Denkanstöße hat und daraus Neues entwickelt, worauf Gäste in der Schweiz Wert legen oder ich sag mal, was man ihnen anvertrauen könnte. Ich habe jetzt eben Sachen gesehen, die ich vorher noch nie gesehen habe. Also Sachen gekauft, die ich noch nie gekocht habe zum Beispiel. Aber südamerikanische Produkte und ist für mich sehr interessant und sehr lehrreich. Aber auch die Gastköche aus Argentinien sind auf Entdeckungsreise, was die Schweizer Küche so zu bieten hat. Denn nicht nur das Bankenwesen oder die Schokolade sind typische Klischees der Eidgenossenschaft. Auch die Käsesuppe hält sich zäh in Übersee. Natürlich kenne ich das weltberühmte Käsefondue. Ich habe die Schweiz aber auch durch meine Schweizer Lehrmeister während meiner Ausbildung kennengelernt. Zudem habe ich auf meinem professionellen Werdegang mit mehreren Schweizern zusammengearbeitet. Meine Kenntnisse beschränken sich also nicht nur auf das Käsefondue, sondern durfte ich auch die Kultur näher kennenlernen. Protagonisten der Schweizer Küche sind klar der Käse und die Milchprodukte. Die Qualität und Verfügbarkeit der Produkte im Allgemeinen, wie zum Beispiel Lammfleisch oder die Auswahl an Gemüse, ist überragend und machen die Küche spannend. Käse. Mir gefällt aber auch, wie das Gemüse zubereitet wird. Ganz besonders die Kartoffelgerichte, auch die Wurstwaren sind fantastisch. Von der Atlantikküste an die Aare. Es ist kein Zufall, dass ausgerechnet Solothurn Gastgeber des Gusto-Festivals ist. Denn nicht nur der Initiant und Organisator Boris Walker ist mit Solothurn und Argentinien verwurzelt. Auch der Stadtpräsident Kurt Fluri fühlt sich dem Land und seinen Bewohnern nahe. Ich persönlich habe einen Onkel, der in den 30er Jahren vom letzten Jahrhundert ausgewandert ist. Wir das viel gemacht haben und wir haben weit und fern noch Cousin in Argentinien. Das verpflichtet. Das verpflichtet. Wir haben sie leider noch nie besuchen, aber jetzt dank der argentinischen Küche kann ich mich langsam daran gewöhnen. Das Verdanken hat Solothurns Gusto Festival an Boris Walker, ein Trendgastronom, der jahrelang in Argentinien gelebt hat. Der Hintergrund des Festivals ist eigentlich, dass ich erst im Dezember letztes Jahr wieder von Südamerika zurückkam. Ich habe das Gusto Festival schon in Argentinien gemacht. Das Gusto Festival hat zum Ziel, kulinarische Inszenierungen zu machen. Und das ist das, was wir hier jetzt auch in der Schweiz verfolgen. Und warum ausgerechnet in Solothurn? Einerseits bin ich ein Solothurner. Andererseits habe ich natürlich auch geschaut, also was ist ein guter Standort. Ich habe eine kleine Stadt gesucht. Es hätte auch Zug können sein, zum Beispiel. Solothurn hat eine gute Beizenkultur, hat wunderbare Kulissen und eine sehr gute Infrastruktur. So wie ist es gut gelegen, es ist echt sehr zentral und viel zentraler als man meint, Solothurn. Ja.
Warum braucht denn Solothurn so ein Festival? Eigentlich braucht jeder Ort ein Gourmet-Festival. Das heisst, einerseits lädt man ein, die Sachen zu probieren. Essen und Trinken ist immer ein Festival wert. Und Solothurn hat noch kein kulinarisches Festival. Das heisst, man hat verschiedene Veranstaltungen, man hat Literaturtage, man hat Kino, man hat eigentlich fast alles, aber kein kulinarisches Festival. In welcher Art und Weise profitiert die lokale Gastronomie von diesem Gourmet-Festival? Ich glaube, das Festival in dieser Art, wie wir das machen, ist eine Standortbestimmung. Es ist gerade dieses Jahr sicher sind wir etwas am Investieren. Wir positionieren uns als Destination, die sich schweizweit wird lohnen, an für uns zu kommen, zu lernen zu können und auch zu essen und zu trinken. Ich will raten, wie es liegt ja im Trend, weil der Trend geht ja eindeutig richtig regional. Das ist richtig. Das heisst, die Produkte, die wir verarbeiten, sind regional. Das ist ganz klar, regionale Produkte. Jetzt Argentinien liegt natürlich nicht gerade am Weg, aber trotzdem haben wir den Anspruch und euch, also mit der Einbindung von der Betriebe von hier, dass wir schon ein regionales Konzept haben. Das kulinarische Programm sieht mehrheitlich so aus, dass wir drei Öben haben, wo drei verschiedene Gastküche, ein mehrgängiges Menü, begleitet mit Weinen aus Argentinien werden kochen. Also jeder Betrieb, es ist der alte Stefans, das Durell, Salzhaus, haben wir drei Öben, drei kulinarische Öben, wo an und für sich ein Gastkoch empfehlen, um die argentinische Kulinarik lernen zu können. Da sind wir jetzt also nicht nur im Herzen von Solothurn, sondern auch im Herzen vom Zum Alten Stefan. Herr Zaug, warum eigentlich Zum Alten Stefan? Zum Alten Stefan ist das älteste Restaurant vom Kanton Solothurn. Unsere Grundmauern sind über 1000-jährig. Und es ist sehr historisch, mehr vis-à-vis die Stephanskapelle. Und wegen dem heisst das Restaurant Zum Alten Stefan. Ihre Gastköche sind am Weibeln, sind ihr parat? Jetzt sind wir parat, ich könnte nachher gerne schauen. Während sich die internationale Küchenmannschaft also auf die Gäste vorbereitet, genießen die den Überraschungsapero. Dieser scheint sich bereits positiv auf die Stimmung der Gäste auszuwirken. Also das ist der wichtigste Moment. Begrüßung, Asado, wie wir hier zelebrieren. Und die Party geht los. Das Gastgeber-Restaurant ist mit einem Michelin-Stern und 17 Gourmet-Punkten geadelt. Dort, wo sonst saisonal abgestimmte Feinschmecker-Menüs aufgetischt werden, dominiert heute Abend die argentinische Küche. Chipa nennt man dieses Käsegebäck, eine Spezialität aus dem Nordosten Argentiniens. Ein Blick auf die Karte lässt einem das Wasser im Mund zusammenlaufen. Ein Querschnitt durch Argentiniens Küche, wie diese Königskrabbenvorspeise oder der Loup de Mer. Die Kombination mit Schweizer Grundprodukten macht es aber aus. La calidad de los quesos es magnífica. Die Käsequalität ist beeindruckend, genauso wie die Qualität der verschiedenen Gemüse- und Brotsorten. Wir sind fasziniert von der Vielfalt und der Qualität der Produkte aus dieser Region. Die Produktequalität in der Schweiz ist generell exzellent. Auch dank dem wurde der Auftakt des Festivals ein kulinarischer Erfolg. Ein fester Bestandteil der argentinischen Küche sind Fleischgerichte. Eine klassisch brasierte Rinderrippe wird aufgetischt. Köstlich. Die Gäste sind begeistert. Kombination zwischen Soße, Fleisch, einfach das Gewürz. Einfach herrlich. Ausgezeichnet. Und die Variation ist einfach fantastisch. Der Fisch voraus war ausgezeichnet. Und das Fleisch ist derart zart, geht fast abeinander. Und das, was am Knochen ist, ist das Beste. Was Fleisch ist, wir haben hier natürlich schon einen argentinischen Schnitt jetzt auf dem Knochen aufgebunden. Das habe ich vorher auch noch nie gesehen, das Gericht, das wir heute servieren. Aber es ist Schweizer Fleisch, oder? Herr Zaug lernt auch noch etwas? Ich lerne alle Tage. Gott sei Dank. Und es macht Spass, besonders mit solchen Freunden zusammen zu arbeiten, macht enorm Spass. Die beiden Gastköche dirigieren die hiesige Küchenmannschaft auf engstem Raum. Obwohl man nicht dieselbe Sprache spricht, versteht man sich blendend.
Wir fühlen uns fantastisch, weil hier in der Küche eine Energie und Synergie zwischen der lokalen Brigade und uns Argentiniern entstanden ist. Denn wer professionell arbeitet, kann sich in allen Küchen dieser Welt behaupten. Zudem wurden wir hier außerordentlich großzügig empfangen. So wie Dolly bereits erwähnt hat, gibt es in der professionellen Küche keine Sprachbarrieren. Wir verstehen uns und sind einer Meinung, wenn wir zum Beispiel von einem Fond sprechen oder wenn es darum geht, einen Fisch zu filetieren. Die rund 450 Gäste im Restaurant Kaufleute sind mit Sicherheit kulinarisch nicht so verwöhnt worden wie wir hier. Best of Beweg ist an der Veranstaltung Zukunftsträger 2015 Lehrmeister des Jahres ganz vorne mit dabei gewesen. Wer kommt bei den Auszubildenden am besten an? Diese Frage wurde anlässlich der Preisverleihung Zukunftsträger 2015 Lehrmeister des Jahres beantwortet. Lehrmeister in 4 Kategorien wurden ausgezeichnet und nominiert. Lehrmeister vom Jahr 2015. Herzlichen Dank. In der prestigeträchtigen Kategorie Koch holt sich Adrian Furrer den begehrten Titel. Also, dass es mal wirklich jetzt Lehrmeister des Jahres ist, ist wow. Schon zweimal bin ich angemeldet worden, nicht in die Nominationen gekommen. Die Anmeldung selber hat mir eigentlich schon sehr, sehr eine grosse Wertschätzung entgegengebracht, die mir eigentlich genug gegeben hat. Und jetzt hat es mal noch für weiter aufgelenkt. Adrian Furrer ist verantwortlich für 17 Lehrlinge, die für die Inselgastronomie im Universitätsspital in Bern in 7 Restaurants arbeiten. Er ist Lehrmeister und Vertrauensperson in einem. Ein Lehrmeister, der seine Jungbrigade fördert. Also ich mag mich noch erinnern, meine Eltern haben gesagt, gell, und Tätowierungen machst du ja nie, du findest nie eine Lehrstelle. Es geht um biestische Lehrmeister, gell? Jeder ist etwas anders. Sie probieren die Stärken beizubehalten, die Schwächen zu fördern. Und halt auf der menschlichen Basis setzen wir auf die gleiche Augenhöhe mit und probieren eigentlich in dem Sinn, die gleiche Sprache noch mit ihnen zu reden. Also wir arbeiten beide am gleichen Ziel. Sie wollen Koch lernen, ich will ihnen helfen, Koch zu werden. Dass Adrian Furrer die begehrte Auszeichnung nach dem 3. Anlauf bekommt, ist der Lohn für seinen Einsatz als innovativer Lehrmeister. Ein Lehrmeister, der seine Kollegen von morgen zu fördern und zu motivieren weiß. Also wir machen, gerade wegen der Grösse des Betriebs, die wir einen Wettbewerb mitmachen, gesamtschweizerisch. Wir haben einen internen Wettbewerb, den wir machen, wo es genau um das geht, im Kleinen ihre Innovation können zu rezeptieren, einzukaufen, zu bestellen. Also das ganze Kreisläufchen, das sie lernen über die 3 Jahre lang, dass sie das im Kleinen auch mal machen können. Und dann macht das ganze Spitalnetz in Bern macht da mit, von dem her. Nach der Nominierung durch die Lernenden entscheidet eine Jury über Sein oder Nichtsein. Als Jurymitglied gibt Meta Hildebrand ihren Senf dazu, wenn es um die Wahl des Lehrmeisters des Jahres in der Kategorie Koch geht. Also für mich ist auch der Lehrmeister des Jahres, besonders wenn es um das Thema Kochen geht, was mich sehr betrifft, wichtig, dass ein Lehrmeister sehr kompetent ist, leidenschaftlich, sich um das junge Gemüse von heute kümmert und natürlich auch, dass ich mich identifizieren könnte und ganz am Schluss einen egoistischen Wunsch, ich müsste mir eigentlich wünschen, nochmal meine Lehre zu machen, weil der Lehrmeister so toll ist. Und dann hat es halt nur noch einen gegeben, der gewinnen kann. Gewonnen wurde aber auch noch in den anderen Kategorien. In der Kategorie Bäcker-Konditor-Konfesseur holt sich Lukas Koller den Sieg. Den Pokal in der Kategorie Fleischfachmann darf Franz Fessler mit nach Hause nehmen. In der Kategorie Restaurationsfachmann gewinnt eine Frau. Julia Schkusel heißt die glückliche Siegerin. Mit dem Dessert sind wir am Ende von der kulinarischen Argentinierreise angelangt. Herr Zaug, Ihr Fazit? Sensationell. Also ich bin total glücklich. Man sieht es ja, man hört es ja, Gäste sind glücklich. Das ist das Wichtigste. Darf die argentinische Küchenmannschaft wieder kommen? Ganz sicher. Und ich hoffe, wir gehen auf Argentinien, wie wir es abgemacht haben. Best of Bewegt kommt ihr denn mit? Das wäre für Sie eine Ahnung. Unbedingt, absolut. Ich habe übrigens noch gesehen, dass Sie nominiert sind für den Best of Swiss Gastro in der Kategorie Fine Dining. Warum haben Sie mitgemacht? Also dort habe ich ganz bewusst nicht ich habe mich nominieren, sondern meine liebe Frau Roberta Zaug, die in einigen Events, wie gesagt, so heute wieder
Sie ist da, sie ist am Nachmittag in der Küche helfen, sie ist omnipräsent. Und es wäre schön, wenn man dort jetzt endlich einmal, nicht immer nur Andy zog, wenn man noch einmal Roberta zog hat, vorne könnte nominieren. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Wir sind am Schluss von dieser Sendung angelangt mit einer kleinen Vorschau. Und zwar ist «Best of Bewegt» an einem Anlass vom Autor von diesem Buch «Rohstoff» von Heiko Antoniewicz, ein deutscher Koch, der sich in der molekularen Küche einen Namen gemacht hat. Ich freue mich auf Sie. Auf Wiedersehen miteinander. Ui!